Ja, hallo zusammen. In meinem Buch über, wie man Tiere malt, kleine Haustiere malt, gibt es ein Kapitel zum Thema Hintergrund. Und ich möchte euch das hier mal eben an dem Beispiel von diesem kleinen Eichhörnchen mal zeigen, warum der Hintergrund bei Tierporträts eher unwichtig ist. Ihr seht, dass ich hier wirklich sehr äußerst grob den Untergrund angelegt habe. Ich blende jetzt eben noch ein Foto ein von einem Zwischenstadium, wo das sogar noch grober war. Also ihr könnt sehen, das ist im Prinzip nur eine dunkelgrüne Fläche. Und ja, jetzt habe ich hier so einzelne Blätter herausgearbeitet. Ich bin jetzt noch nicht so ganz zufrieden, ich möchte ein bisschen mehr Tiefe rein. Und das mache ich, indem ich halt jetzt die einzelne von diesen angedeuteten Blättern halt noch ein bisschen aufhelle. Ja, der Hintergrund ist deswegen halt nicht so wichtig, weil er, wenn er zu detailliert ist und zu viel Strukturen enthält, einfach vom Motiv ablenkt. Okay, die Farben sind jetzt relativ egal. Ich habe Ultramarin und ein bisschen Cadmium, Gelb und Orange, um den Farbton ein wenig wärmer zu machen. Ultramarin plus Cadmium Gelb gibt meiner Ansicht nach immer guten Grundton, mit dem man weiterarbeiten kann, wenn man Rot dazu gibt oder in dem Fall halt ein bisschen Orange, dann kriegt man einen schönen warmen Farbton. So, der wäre jetzt hier, wie man hier sieht, dunkel, ne? Also da kann ich jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, hier oben möchte ich es noch ein bisschen dunkler haben, weil damit diese Puschel da, diese Ohrpuscheln noch rauskommen, da kann ich auch nur schwarz nehmen. Was die meisten halt nicht glauben, wenn man schwarz mit gelb mischt, dann kommt halt auch grün raus, ein Olivton. Ja, da kriege ich jetzt ein ganz dunkles Grün. Und damit kann ich zum Beispiel hier hingehen und um diese Ohrpuschel nochmal rumarbeiten und die kommen dann einfach nochmal ein bisschen besser raus. Wichtig ist, wenn er den Hintergrund ändert, nicht nur das in dieser einen Stelle zu ändern, weil sonst habt ihr nur an der Stelle die Farbe, sondern halt auch an anderen Stellen, dann wirkt das Ganze insgesamt natürlicher. Das könnte zum Beispiel irgendein anderer Busch sein, der da im Hintergrund ist. Und ja, genau. So. So, und jetzt machen wir das, was ich ja ursprünglich vorhatte, nämlich das aufzuhellen. Dann nehme ich einfach total viel von dem Gelb, dem bisschen Weiß dazu. Nicht zu viel, weil das die Farbe sonst ein bisschen blass macht, und helle jetzt hier so die Blattadern und Blattränder. Also das ist praktisch ein Blatt, das aus der Dunkelheit nach vorne kommt, und deswegen ist es halt hier ein bisschen heller. Muss gar nicht wie ein Blatt aussehen. Wenn ihr jetzt der Meinung seid, es ist ein bisschen zu hell, keine Sorge, das dunkelt nach, das ist ja Acryl. Ich darf es auch nicht zu hell machen, weil sonst lenkt es halt den Blick wieder von meinem netten Eichhörnchen ab. Und ich würde sagen, das reicht dann schon, mehr brauche ich hier nicht machen. Das gibt dem Ganzen jetzt noch ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Pep. Ja, hier vielleicht dazwischen noch ein bisschen einen etwas helleren grünen Ton hier noch an einigen Stellen. Ja, das ist das Schöne mit dem Schwarz, da kann man halt sehr schön den Grünton steuern. So. Und halt immer das Gleiche, ich lasse die Arbeit dem Pinsel machen, mache mir da keinen großen Kopf. Hier an der Stelle ist es noch ganz gut, das ein bisschen dunkler zu machen, damit halt auch der Schweif von dem Eichhörnchen ein bisschen besser rauskommt hier an diesen Stellen. Und immer wichtig, dass er diese Farbe halt auch jetzt ins Bild noch weiter reinarbeitet, damit die halt nicht nur an dieser einen Stelle ist, weil sonst sieht es aus, als wenn da jemand so einen Kreis drumherum gemalt hätte. So. Okay, so, das war ein kleiner Trick dazu.